Oh ja. Oh ja. Oh ja. Aha. Aber meine... Du. Okay. Aha. Okay, ich verstehe seinen Move-Pattern jetzt. Aber ich heile mich trotzdem mal zur Sicherheit. Das war's, Fetzer. Jetzt ist Rechtsaxt des geflügelten Ritters. Interessant. Geflügelte Ritter. Ist das irgendwie eine neue Version? Kann man ja mal abchecken, was er hier oben gemacht hat. Wird einfach mal eine Runde gechillt. Auch nicht schlecht. Was scheinbar... Warte. Scheinbare Wandvorausstand da. Das checken wir doch mal. Ob das Spiel uns mal verarscht oder ob es diesmal wirklich die Wahrheit sagt. Ah! In der Tat. Diesmal hat es sogar die Wahrheit gesagt. Nice. Helm des geflügelten Ritters. Interessant. Das sind also diese geflügelten Johnnies. Wie sieht's mit dem Set aus? Ist das gut oder ist das schlecht? Des gefallenen Ritters. Oh! Baby, das ist sogar richtig geil. Nur leider schwer. Verdammt schwer. Könnte ich das vielleicht mit einer Rüstung austauschen? Oh nein, da gehe ich, da sprengt den Rahmen. Da sprengt den Rahmen. Ich guck mal, vielleicht kann ich... Nice, immerhin habe ich jetzt endlich mal was gefunden, worauf ich aufbauen könnte. Na, das ist schwer. Das ist viel zu schwer. Das ist gerade so an der Grenze. Vielleicht schaffe ich den Helm. Mal sehen. Na. Um das zu stemmen, müsste ich vielleicht... Das ist nur so meine Vermutung. Einen Punkt auf Kondition machen, damit ich mehr tragen kann. Dann sollte das reichen. So, des geflügelten Ritters. Nee, das ist viel zu viel. Ich glaube, alles, was unter der 70%-Grenze anfängt zu fallen, das war's. Also, ich könnte mein Schild dafür weglassen. Dann wäre ich in der Lage, so viel zu tragen. Aber ob das sich lohnt, ist es... Das ist wieder eine andere Frage, die man sich stellen müsste. Ich glaube eher nicht. Ich denke eher nicht. Deswegen werden wir es auch dabei belassen. Aber schön! Super tolles Geheimnis. Hat sich für uns doch verdammt nochmal gelohnt. Und so ein Heiligenschild haben wir bekommen. Was ist das? Hier, Heiligenblütenschild. Magie ist das verdammt gut. Also man sieht das schon, wenn wir hier so ein... Wo ist mein Standardschild, den ich immer ganz gern benutzt habe? Hier, Rundschild. Da haben wir so viel, das reicht mindestens für ein Set. Aber, ne. Wir müssen ein bisschen konsequenter dranbleiben. Weil dieses Zwillingsdrachenschild... Oh, what the fuck ist das? Das blockt einiges an Schaden ab. Und darauf vertraue ich wirklich gesagt. Immerhin stecken die mehr ein als noch damals. Also, das sind immer noch diese billigen Luschen-Versionen von denen. Aber ist mir lieber, als gegen gefährlichere Gegner zu kämpfen, so. Das habe ich gesehen. Die Tatsache, dass du geblockt hast und dann angegriffen hast, ist ziemlich beschissen für mich. Ah, du Loser. Haha, da will er weglaufen. Nee, 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 Kumpel. Oh. Ich bin dran. Ich kann mich nicht heilen. Irgendjemand hat auf mich... Oh, was ist das? Irgendjemand, ich wurde mit irgendwas beworfen. Ich kann nichts machen. Ich kann mich auch fürs Erste nicht heilen. Okay. Ach, das ist der Typ, der da oben mich gerade mit der Scheiße bewirft. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Da ist wieder ein Bonfire. Nice. Nice. Nimm ich. Das Spiel ist gerade, was Bonfire geht, ziemlich spendablerisch. Das überrascht mich. Ist das irgend... Ist das... It's a trap. Ich sag's euch einfach nur. Ist das eine Falle? Irgendwo ist das eine Falle. Mehr Glut? Nicht schlecht. Die Frage ist, wie komme ich dann hoch? Es wird ja wohl einen Weg da hochgeben. Ich check nochmal was aus. Ob ich da vielleicht einen Weg vergessen habe. Sowas kommt ja mal häufiger vor, dass man was vergisst. Nee, sehe auch wirklich keinen Weg da hoch. Scheinbar kann man da auch später nochmal hin. Ich sehe es ja, an den Seiten kann man hier hoch. Oh ja, und der bewegt sich. Ich sehe seinen Kopf, der sich bewegt. Mehr brauche ich auch nicht wissen.
Borg Lothric. Oh, scheiße. Das ist aber nicht der Drache aus dieser anderen Dings da, wo wir waren. Okay, das ist noch ein anderer Weg hier hoch. Alles klar. Ich verstehe schon, warum das Spiel großzügig mit uns mit einem Bonfire belohnt hat. Das ist jetzt... verstehe ich. Nein, und jetzt noch Frame-Einbrüche. Bester Zeitpunkt für so einen Scheiß. Na gut, na gut, na gut. Wie machen wir das? Surprise, Motherfucker? Surprise, Motherfucker. Und tschüss. Ich musste ein bisschen was einstecken, aber das macht ja nichts. Sonnenlichtmedaillon, nice. Damit kann ich meine Treue zum Sonnenlicht. Großlanze, auch interessant. Ey, warte mal. Hier sind so... Warte, warte, warte. Kommt mir ein bisschen bekannt vor dir, das Gebiet. Interessant! Baby. Yes. Natürlich. Natürlich. Das lag doch offensichtlich auf der Hand. War doch klar. Ja. Natürlich. Das ist doch nicht euer Ernst. Wie soll ich denn an zwei Drachen vorbeikommen? Ich könnte die beschießen. Aber ich glaube, die werden mich dann mit einem Feuerball wieder. Na gut. Wir versuchen ausnahmsweise mal... Ich brauche irgendwas. Irgendwas Starkes. Hier. Drachentöter Großbogen. Wie? Wie, du hast nichts? Ach, ich habe noch keine Pfeile ausgerüstet. Doch, habe ich. Ach, der kann nur bestimmte Pfeile stemmen. Ja, das ist dann beschissen. Dann brauchen wir es gar nicht versuchen. Dann hole ich meine Armbrust. Nee, warte mal. Finde ich auch scheiße gerade. Damit kann ich nicht ziehen. Ich hole mir den besten Bogen, den ich hier habe. Das wäre der hier. Mal sehen, was wir dazu machen können. Das macht den Schaden. Und ich kann aus dieser Position normal angreifen. Oder auch nicht. So, dann gehe ich mal ein Stück zurück. Und ziel auf seinen Hals. Ja, das könnte... Nein, das kann Ewigkeiten dauern, bis ich das fertig gemacht habe. Und ich habe nicht mal, glaube ich, genug Pfeile für den Scheiß. Nee, nee, nee. Das dauert Ewigkeiten, bis ich den da weggekillt habe. Das scheint nicht die... das scheint nicht der Schlüssel zu unserem Problem zu sein. Ich sag, ich rush da jetzt einfach mal durch. Komm, nicht runterfallen! Nur nicht runterfallen! Oh. Fall doch runter. War vielleicht doch eine gute Idee. Einen untoten Knochensplitter, nice! Das Schicksal wollte es scheinbar so, dass wir das Ding finden. Jetzt frage ich mich nur, wo ich hier gelandet bin. Oh, what the hell? Oh, ja. Ich würde mich freuen. Ich freue mich nicht. Ich freue mich nicht. Ich freue mich nicht. Titanbrocken. Da hinten ist irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich das... Oh mein Gott. Tue ich es? Tue ich es nicht? Ich gucke mal, ob da... Bewacht er denn irgendetwas? Nicht wirklich, ne? Der steckt fest. Oh ja. Ja. Eigentlich wollte ich nur gucken, ob du da was irgendwas... Ja, Tatsache, er bewacht was. Funkeltitan. Du. Ich hab, was ich wollte. Ich hab, was ich wollte. Und tschüss, Kumpel. Und tschüss. Keine Konflikte mit diesen... Mit diesen Assis kämpfe ich nicht. Das sind ein bisschen zu... Nein. Noch einer, das... Also, denke ich mal nicht. Noch so einen Spaß vertrage ich jetzt nicht. Okay, an den Drachen kommen wir so nicht vorbei. Wobei, ich sagen muss, wäre ich nicht so zu nah an die Klippe gelaufen, hätte es klappen können. Oh ja, natürlich. Mr. Ninja Turtles. Ich habe euch sowas von vermisst. Oh. Mhm. Ja, du kannst ausweichen. Kann ich auch. Aber es ist möglich.
Wenn wir Glück haben, können wir uns da irgendwie reinquetschen. Das geht. Ich darf nur nicht zu sehr an der Klippe laufen, sondern eher so mehr in die Mitte. Mehr in die Mitte. Ah, fuck this crap. So funktioniert das nicht. Ich werde jetzt gerade ein bisschen geninja-turtled. Ja. Da kommen mehr. Kommen mehr. Und die sind auch nicht gerade spendabler. Oh, noch so ein Fettsack. Scheiße. Es wird nicht besser, aber die kannten wir schon. Die kennen wir schon. Ach! Ich weiß jetzt, was ihr seid, geflügelten Assis. Okay. Langsam, aber sicher. Ja, die haben nur eine Dreier-Kombi. So, einmal. Okay, was war das gerade eben? So, Dreier-Kombi. Ah, shit. Nein. Den Move kenne ich. Auf den kann ich verzichten. Der war mir einmal genug. So, komm her, Fettsack. Surprise, Motherfucker, wartet auf dich. Komm her. Ja, da fackelt der nicht lange rum. Ein. Oh mein Gott. Knapp. So, gerade so an der Kante. Gerade so an der Kante gehalten. Oh, Fettsack, gebackstep. Das war's für dich. Tschüss, Fetti. Netter Kampf und so, aber das war's für dich. Ach, der Wichser wirft damit rum, du kleiner dreckiger Loser. Präzisionsarmbrust. Nett, nehme ich. Ich glaube, ich kann damit mehr anfangen als du. Puh. So. Der Weg, den wir scheinbar gegangen sind, war nicht der optimalste Weg. Also wir müssen da tatsächlich durch. Dass wir so vom Drachen runtergepusht worden, war eher Zufall. Das kann man ja so sagen. Rein theoretisch hätten wir uns nach unten gar nicht erst begeben sollen, sondern hätten irgendwie da durchkommen müssen. Schön. Hat uns aber den Vorteil erbracht, dass wir den Knochensplitter gefunden haben, womit wir unsere Estus nochmal ausbessern können. Das werden wir auch gleich machen. Deswegen bin ich auch nochmal hier. Perfekt. Sechste Stufe. Jetzt heißt es, wie kommen wir da am besten durch? Also, ich muss echt nachdenken. Ich denke gerade nach. Man muss das gut timen. Ich habe, glaube ich, eine Idee, wie ich da jetzt rüberspringen kann. Brauche aber ein gewisses Glück noch dabei. Und ich darf nicht zu sehr an der Kante laufen, sondern am besten mittig. So, jetzt ungefähr. Das sollte klappen. Das sollte klappen. Das sollte klappen. Das sollte klappen. Ja, bin drin. Bin drin. Bin drin. Ich weiß, wo wir jetzt sind. Ich weiß, was das für ein Gebiet ist, in dem wir uns befinden. Das ist die Burg Lothric. Ah, ich bin tot. Ich kenne das. Das ist aus Demon's Souls. Ich erinnere mich an dieses Gebiet. Das ist aus Demon's Souls, das Gebiet. Mit den zwei Drachen, das kenne ich. Das kommt mir jetzt doch ein bisschen bekannt vor. Ich wusste, ich kannte es von irgendwoher, jetzt weiß ich auch woher. Die Frage ist nur, wie komme ich dann bitte durch? Also, oder warten die wirklich, dass ich die umbringe? Aber das ist. Das dauert Ewigkeiten. Na gut. Ist ja nicht so, dass ich mich nicht darüber beschweren werde. Ich werde erstmal. Ah, Mann. Werde ich das. Ich muss das scheinbar machen, sonst komme ich da ja nicht durch. Irgendwie muss ich es ja angehen. Ich nehme mir erstmal. Wen nehme ich mir denn zur Brust? Ja, beide stecken voll viel ein. Na gut. Dann ballern wir uns erstmal eine Weile durch. Das könnte jetzt eine Weile dauern, Leute. Wir schauen mal, wie lange der ganze Spaß jetzt da gehen wird. Ich schieße ihm auf den Flügel. Ja, das ist scheinbar der sicherste Schuss, den wir machen können.